Einen sehr schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie auch zu der zweiten Veranstaltung des Fokusthemas Flucht, Migration und Integration, das Fokusthema der Universität Bern, heute so zahlreich erschienen sind. Und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, auch im Namen der Universität Bern. Mein Name ist Reinhard Schulze. Ich bin Professor für Islamwissenschaft hier am Institut für Islamwissenschaft der Universität Bern. Ich habe das große Vergnügen, durch den heutigen Abend zu führen. Nach einer rechtlichen Würdigung hinsichtlich der Steuerbarkeit von Migration und der Suche nach globalen Faktoren, die Migration auslösen, geht es heute im Kern um die Frage, ob Migration eine Conditio humana ist, also eine menschliche Bedingung. Ist Migration gar ein Merkmal des menschlichen Daseins? Ist der Mensch ein Homo migrans? Und wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Migration und moderner Nationalstaatlichkeit? Braucht der Nationalstaat, um bestehen zu können, gar die Migration? Zu diesen Themen, die von der neolithischen Revolution bis in die heutige Schweiz reichen, hören wir heute zwei ausgewiesene Fachleute, Frau Privatdozentin Dr. Christine Schulz vom Historischen Institut, sie sitzt hier vorne, und Herrn Professor Dr. Albert Haftner vom Institut für Archäologische Wissenschaften, der steht schon parat. Wir werden zunächst die beiden Vorträge hören und daran anschließend möchte ich versuchen, aber bitte auch mit Ihrer Hilfe, die Archäologie mit der Gegenwart ins Gespräch zu bringen. Das heißt, ich will versuchen, die beiden Vortragenden aufeinander reagieren zu lassen, um zu sehen, wie denn eine zeitgeschichtliche Perspektive eine frühhistorische Perspektive wahrnimmt und andersherum, man kann auch den Frühhistoriker fragen, was er denn dann heute zur Schweiz zu sagen hat, zum Beispiel in der Sache. Ich will also versuchen, diese beiden Aspekte so miteinander ins Gespräch zu bringen, dass wir nachher auch einen gemeinsamen Erkenntnisgewinn aus beiden Themen mit nach Hause nehmen können. Es geht also darum, vor allen Dingen auch darum zu sehen, wie die aktuelle Gegenwart der Migration, die wir nun tagtäglich erleben, sinnvoll mit der Frühgeschichte in Verbindung gebracht werden kann. Und das ist ja eine Behauptung, die mit dieser Veranstaltung aufgestellt wird. Beide Vorträge sind strikt auf 30 Minuten begrenzt und ich werde auch diese 30 Minuten genau im Auge halten. Thematisch werden wir chronologisch vorgehen und zunächst mit den Erkenntnissen aus der Archäologie beginnen. Und hierzu darf ich Ihnen Herrn Kollegen Haftner sehr gerne vorstellen. Und ich mache es leider nur sehr, sehr kurz. Er hat es nicht verdient, so kurz vorgestellt zu werden, aber es ist die Zeit, die ich ihm sonst rauben würde. Er hat von 1983 bis 1989 urgeschichtliche Archäologie, Ethnologie und Biologie mit dem Schwerpunkt Botanik an den Universitäten Tübingen und Freiburg im Breisgau studiert. Er wurde 1994 an der Universität Freiburg im Breisgau promoviert und er wurde habilitiert im Jahre 2012 an der Universität Zürich. Von 1988 bis 2012 war er Mitarbeiter des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, vor allen Dingen im Bereich Unterwasser- und Feuchtbodenarchäologie. Er leitete verschiedene archäologische Projekte in Seen, Mooren, hochalpinen Eisfundstellen, den Begriff habe ich noch nie gehört vorher, und vor allen Dingen aus der Zeit des Neolithikums und der Bronzezeit. Seit August 2012 ist er Ordinarius für prähistorische Archäologie und Mitdirektor des Instituts für Archäologische Wissenschaften. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Neolithikum, in der Bronzezeit, betrifft prähistorische Fundstellen mit Erhaltung von organischen Fundmaterialien, vor allen Dingen Siedlungsarchäologie, geografische Informationssysteme und vieles anderes mehr. Ich höre hier einfach auf, Ihnen noch weiter vorzustellen. Sie sehen, es würde sonst viel zu lange dauern. Herr Haftner, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns hier über die archäologische Perspektive aufzuklären und ich bitte Sie, das Wort zu ergreifen. Gut, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Reinhard Schulze, vielen Dank für die freundliche Einführung. Im Rahmen dieser Vorlesungsreihe des Collegium Generale beleuchten ja mehrere Referentinnen und Referenten das Fokusthema Flucht, Migration, Integration aus historischer Sicht. Mir fällt dabei die Aufgabe zu, diesen Aspekt für die ältesten Abschnitte der Menschheitsgeschichte darzustellen. Ich werde insbesondere der Frage nachgehen, wie sich eben die Phänomene Mobilität und Migration in frühen Gesellschaften fassen lassen. Die Grundfrage lautet natürlich,
gibt es überhaupt mobile Gesellschaften und Migration in den letzten 10.000, 12.000 Jahren, weil darauf möchte ich mich beschränken und nicht zu sehr in die Zeittiefe gehen. Diese Frage, um es gleich vorwegzunehmen, kann einerseits klar positiv beantwortet werden und andererseits ist es auch durchaus so, dass die Themen Mobilität und Migration in der prähistorischen Archäologie seit langem diskutiert werden und eines der Hauptthemen ist der archäologischen Forschung in dem Bereich Prähistorie. Dazu kommt, dass in den letzten Jahrzehnten, vielleicht zwei Jahrzehnten, die Möglichkeiten insbesondere der Paläogenetik massiv zugenommen haben und die Untersuchung menschlicher Genome anhand von alter DNA in einem Maß zugenommen hat, dass das für uns wirklich relevant wird nun. Die Mehrzahl der prähistorischen Archäologen, die sich mit diesen frühen Zeiten eben des Holozäns, die letzten 10.000, 12.000 Jahre beschäftigen, sind eigentlich davon überzeugt, dass insgesamt eine hohe Mobilität anzunehmen ist und dass Migrationen ein häufiges Phänomen waren. Migrationen werden zudem sehr regelhaft als Ursache von materiell fassbarem Kulturwandel aufgefasst. Viel schwieriger hingegen ist es dagegen, Mobilität und Migrationen im archäologischen Befund nachzuweisen. Das gilt natürlich besonders, wenn man sich quasi nicht nur auf einer theoretischen Ebene bewegen möchte, sondern konkret den zeitlichen und räumlichen Verlauf, die Intensität und die beteiligten Individuen und Gruppen rekonstruieren möchte. Die prähistorische Archäologie oder auch Ur- und Frühgeschichte, das Synonym in weitem Sinn, beschäftigt sich in der Abgrenzung von anderen archäologischen Disziplinen mit Gesellschaften, die in der Regel nicht über schriftliche Zeugnisse verfügen. Der Terminus prähistorisch suggeriert natürlich ein bisschen, dass die Geschichte erst mit dem Einsetzen der Schrift beginnt. Aber natürlich haben auch schriftlose Gesellschaften ihre Geschichte. Die spezielle Herausforderung besteht hier vielmehr darin, dass diese Geschichte eben nur mit Hilfe von materiellen Quellen rekonstruiert werden kann. Es geht also darum, Keramik, Steine, Skelette und andere Relikte vergangener Zeiten zum Sprechen zu bringen. Wie alle archäologischen Disziplinen beschäftigen wir uns in der prähistorischen Archäologie mit Bodenfunden, also Objekten, die von Sedimenten geschützt, die Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauert haben. In Ausnahmefällen befinden sich diese tatsächlich unter Wasser oder in Eis. Die Berner kennen vielleicht das Schniedejoch als Fundstelle, nur zum Sagen, das gibt es also hier in der Nähe. Mit den uns zur Verfügung stehenden archäologischen Quellen, die eben typischerweise Siedlungsreste oder Gräber umfassen, können bestimmte Aspekte der menschlichen Kultur mittlerweile sehr gut beleuchtet werden. Also zum Beispiel stellen heute die chronologischen Verhältnisse, also die Datierung von Fundstellen, von Entwicklungen, von Phänomenen, eigentlich kein Problem mehr dar. Grundlage dafür sind moderne Datierungsmethoden, die auf physikalisch-chemischen oder mathematisch-statistischen Methoden und Prinzipien beruhen. Dazu zählen ganz klar die Radiocarbon-Methode oder C14 abgekürzt oder auch die Jahring-Datierung, Dendrochronologie als Synonym. Diese beiden Methoden werden intensiv verwendet. Also Bestattungssitten, Austauschsysteme, Aspekte des Siedlungswesens und der Subsistenz, also alles, was zum Beispiel auf den Tisch und in die Teller kam, dies alles ist relativ gut untersucht. Schwieriger wird es, andere Aspekte prähistorischer Gesellschaften zu fassen und dazu zählt eben insbesondere der Nachweis von Migrationen. Ein klassisches Beispiel für eine große Migration über weite Zeiträume und große Strecken ist die Besiedlung des amerikanischen Kontinents. Ich meine jetzt nicht Christoph Kolumbus und die Zeitmarke 1492, sondern die ersten Menschen, die überhaupt Amerika betraten. Ich wähle dieses Beispiel, das auch diese Zeitmarke von 10.000 Jahren etwas überschreitet, aus dem Grund, um Ihnen die Problematik des archäologischen Nachweises von Migrationen aufzuzeigen. Afrika und Eurasien sind seit Millionen von Jahren verbundene Landmassen und seit mindestens 2 Millionen von Jahren von Menschen bewohnt. Der amerikanische Kontinent hingegen wurde erst vor etwa 18.000 bis 15.000 Jahren von Menschen betreten, also das ist eine ganz andere Zeitdimension. Wir wissen, dass während der letzten Eiszeit mit einem Höhepunkt der Vereisung vor rund 20.000 Jahren der Meeresspiegel global rund 120 Meter tiefer lag wie heute. Große Massen von
Wasser waren in Form von Gletschereis gebunden und eine Folge dieses niedrigen Meeresspiegels war es, dass wir zwischen dem asiatischen und dem nordamerikanischen Festland eine relativ breite Landbrücke hatten. Asien und Amerika waren also durch eine, und das ist noch wichtig, eisfreie Tundrenlandschaft verbunden, die heute wieder überflutet ist. Diese Landbrücke wird Beringia genannt und diese befand sich eben genau dort, wo wir heute die Meerenge der Beringstraße haben. Aufgrund von archäologischen Funden lässt sich eindeutig belegen, dass arktische Wildbeuter, also Jäger und Sammler, spätestens um 18.000 vor heute in Alaska Jagd und Fischfang betrieben. Vermutlich waren sie den reichen Ressourcen dieser Region gefolgt, insbesondere Tierherden, aber auch die Jagd auf Meeressäuger dürfte für sie interessant gewesen sein. Nun, südlich von diesem Beringia bildete sich in diesem Zeitabschnitt der maximalen Vergletscherung des Kordilleren- und des laurentidischen Eisschildes eine unüberwindliche Barriere, die quasi den ganzen nordamerikanischen Kontinent bedeckte. Hier oben, das wäre dieser amerikanische Teil mit sehr früher Besiedlung. Alle weiteren Migrationen gegen Süden waren unmöglich und ein früher in Betracht gezogener eisfreier Korridor existiert nachweislich nicht. Aktuell werden zwei Möglichkeiten diskutiert, auf welchen Wegen sich Menschen gegen Süden bewegten. Entweder ein Abwarten bis zum Abschmelzen des Eises und der Landweg über diese Gebiete oder schon etwas früher der Wasserweg mit Booten entlang der Pazifikküste. Dies wäre theoretisch nun vor dem Abschmelzen der eiszeitlichen Gletscher möglich gewesen. Für unsere Fragestellung ist wichtig, dass die ältesten archäologischen Funde südlich dieser großen Eisbarriere erst aus dem Zeitraum um 15.000 vor heute stammen, nämlich aus einer Fundstelle im heutigen US-Staat Texas. Diese Fundstelle ist noch gar nicht eingezeichnet auf dieser Karte von 2012. Und die ältesten archäologischen Funde aus Südamerika zeigen, dass praktisch im gleichen Zeitraum auch schon erste Menschen bis an die Südspitze des Kontinents vorgedrungen waren. Das ist die Fundstelle von Monteverde im südlichen Chile. Ich möchte mit diesem Fallbeispiel zeigen, dass die Migration von eurasischen Wildbeutergruppen in den amerikanischen Kontinent relativ einfach nachgewiesen werden kann, und zwar vor allem, weil hier vorher keine Menschen waren. Es ist also jeweils die ältesten Nachweise menschlicher Aktivitäten datieren, damit automatisch auch die Ankunft von Menschen. Zudem lassen typologische Übereinstimmungen zwischen eurasischen Fundkomplexen und frühen amerikanischen Funden klar die Richtung der Ausbreitung bestimmen. Diese Migration nach Abschmelzen dieses Eises oder durch Umgehung hat sich in weniger wie 1000 Jahren abgespielt bis in die Südspitze des Kontinents. Sehr gut eignet sich das Beispiel auch, weil dieser Kontinent abgeschlossen ist und wir das deshalb aufgrund der Quellenlage relativ gut fassen können. In meinen nachfolgenden Ausführungen unterscheide ich zwischen Mobilität und Migration. Unter Mobilität verstehe ich Bewegungen von Individuen oder Gruppen über kürzere oder längere Distanzen und aufgrund unterschiedlicher Motivationen, aber jeweils mit der Intention, an den Ort des Aufbruchs zurückzukehren. Für die Definition von Migration ist entscheidend, dass sich Individuen oder Gruppen über größere Distanzen bewegen und im Gegensatz zur Mobilität die klare Absicht besteht, sich am Ziel dauerhaft niederzulassen. Also keine Intention, an den Ort des Aufbruchs zurückzukehren. Es gibt dafür sehr viele methodische soziologische Grundlagen. Ich habe mich zum Teil auch auf Everett Lee, A Theory of Migration, bezogen, der vor allen Dingen mit Push- und Pull-Faktoren arbeitet. Verlassen wir nun das frühe Amerika und schauen uns Fallbeispiele aus dem europäischen Raum an oder eurasischen Raum an, die chronologisch im frühen und mittleren Holozän angesiedelt sind. Sie betreffen die Neolithisierung Europas sowie Umbrüche innerhalb des europäischen Neolithikums. Mit dem Begriff Neolithikum bezeichnen wir die frühen agrarischen Gesellschaften. Unter Neolithisierung versteht man den Prozess der Übernahme von Ackerbau und Viehhaltung durch Gesellschaften, deren Wirtschaft bis dahin von Jagen und Sammeln beruhte.
Es ist absolut sicher, dass Ackerbau und Viehhaltung nicht in Europa entwickelt wurden, denn die Anfänge der für Europa maßgeblichen Prozesse lagen im sogenannten fruchtbaren Halbmond. Diese Region erstreckt sich hier in dieser halbmondförmigen Form von der Levante über Teile von Anatolien bis Obermesopotamien. Und die Wildformen unserer wichtigsten Getreide, zum Beispiel Weizen und Gerste, sowie die Wildformen von Schaf und Ziege kommen ausschließlich dort vor. Wildformen von Schwein und Rind, die stammen auch von dort, aber kommen auch in anderen eurasischen Gebieten vor. Aus archäologischen Befunden wissen wir, dass man im Nahen Osten schon vor rund 20.000 Jahren Wildgetreide systematisch geerntet hat. Und vor etwa 12.000 Jahren kommt es zu Sesshaftigkeit und dem Anbau von Getreide, das aber morphologisch eigentlich noch Wildgetreide entspricht. Ich kürze das etwas ab, aber aus diesen Verhältnissen entwickeln sich dann in den nächsten zwei Jahrtausenden Ackerbau und Viehhaltung. Der Prozess der Domestikation von Wildpflanzen und Wildtieren ist im Kerngebiet des fruchtbaren Halbmondes vor etwa 10.000 Jahren abgeschlossen. Die Getreide und die Wildformen der Haustiere durchliefen in diesem Zeitraum klare morphologische Veränderungen. Die Entwicklung von Ackerbau und Viehhaltung setzte zwar weltweit gesehen zuerst in Westasien ein, die Neolithisierung fand aber auf globaler Ebene in mehreren Großregionen statt und ziemlich sicher unabhängig davon, nämlich einerseits in Südostasien, in China, aber auch eben in Amerika, in Mesoamerika und im andinen Südamerika. Man kann sicher sagen, dass der Übergang von Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Viehhaltung eine der folgenreichsten kulturellen Veränderungen in der frühen Geschichte der Menschheit bedeutet. Nun, vor etwa 8.000 bis 9.000 Jahren breitet sich die auf Ackerbau und Viehhaltung ausgerichtete Wirtschaftsweise in verschiedene Richtungen aus. Schon relativ früh wurde in der Forschung die grundsätzliche Expansion der neolithischen Wirtschaftsweise aus dem Kerngebiet im Nahen Osten erkannt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nachdem eben Radiokarbondaten zur Verfügung standen, kristallisierten sich die Ausbreitungswege und der zeitliche Verlauf dieser Expansion immer klarer heraus. Zunächst wurde eine Ausbreitung von Ackerbau und Viehhaltung über den Balkan- und Donauraum erkannt. Im Verlauf des 7. Jahrtausends vor Christus wurde der heutige nordgriechisch-bulgarische Raum neolithisiert. Spätestens um 6000 vor Christus wird die neue Wirtschaftsform im Pannonischen Becken, also das heutige Ungarn etwa, fassbar. Und die ersten bäuerlichen Gemeinschaften nördlich der Alpen können in die Zeit um 5500 vor Christus datiert werden. Etwas später erst wurde klar, dass neben dieser danubischen Ausbreitung des Neolithikums eine zweite mediterrane Route eine wesentliche Rolle spielt. Von Nordgriechenland ausgehend mit Zwischenstationen über die Adriaküsten, die großen Inseln des westlichen Mittelmeerraumes, erreicht die neolithische Wirtschaftsweise um 6000 vor Christus bereits das Gebiet um die Rhone-Mündung und bereitet sich von da aus gegen Norden aus. Die uns hier natürlich interessierende Frage ist, ob hinter dieser zweifelsohne feststellbaren Expansion einer Wirtschaftsweise die Migration von Menschen steht oder ob hier schlicht ein Phänomen von Wissenstransfer vorliegt. Die frühere Vorstellung einer sogenannten Wave of Advance, also eine wellenförmige Weitergabe agrarischer Wirtschaftsformen an indigene Wildbeuter, favorisierte zum Beispiel eine derartige Sicht. Bis vor kurzem war es aber nicht möglich, mit archäologischen Methoden die Diskussion um Diffusion oder Migration wirklich weiterzubringen. Anfangs der 2000er Jahre erschienen dann die ersten paläogenetischen Studien. 2001, noch an tierischem Material, publizierte eine britische Forschungsgruppe eine paläogenetische Studie, mit der sie nachweisen konnten, dass die Vorfahren der europäischen Rinder aus dem Nahen Osten stammen. Mit dieser Studie zeichnete sich dann zuerst einmal ab, dass das gesamte neolithische Paket aus dem vorderasiatischen Raum nach Europa kam. Untersuchungen von alter anthropogener, also menschlicher DNA, postulierten dann in den Jahren 2010 und 12 und auch eine Studie 2015 erstmals eine Migration von Individuen mit einer auf Ackerbau und Viehhaltung basierenden Wirtschaft aus dem Nahen Osten.
Diese Migration von Bauern in dem Fall soll mehrheitlich die vorneolithische wildbeuterische Bevölkerung Mitteleuropas verdrängt haben bzw. in Randgebiete abgedrängt haben. Die zeitliche Dimension dieser Migration in Richtung Mitteleuropa lässt sich wiederum mit archäologischen Mitteln relativ gut belegen. Älteste Bandkeramik, benannt nach dem Keramikstil dieser frühesten agrarischen Gesellschaften, die erscheint zwischen 5500 und 5300 vor Christus im Gebiet zwischen Transdanubien, eine Region im Westen Ungarns, und, sagen wir mal, der Rheinlinie. Nach einem kurzen Unterbruch expandiert auch diese Verbreitung noch einmal zwischen 5200 und 5000 vor Christus bis an das Schwarze Meer. Fundstellen mit Linearbandkeramik erstrecken sich dann über eine Distanz von mehr als 2000 Kilometern zwischen Ost und West. 2015 publizierten dann die weltweit führenden Genetiker zusammen eine Studie, die auf 69 komplett erfassten Genomen von neolithischen Individuen beruht. Diese Studie bestätigte einerseits die frühe Migration von bäuerlichen Gruppen des 7. und 6. Jahrtausends. Das ist das hier eben nochmal diese Ausbreitung über die zwei Wege, diese Bestätigung. Aber diese Studie erbrachte auch eine neue, bis dahin unbekannte Hinweise auf eine zweite Migration in Richtung Mitteleuropa. Diese wird an den Beginn des 3. Jahrtausends vor Christus datiert und mit Nomadengruppen aus dem südöstlichen Europa in Verbindung gebracht. Die Autoren schreiben: Our results support a view of European prehistory punctuated by two major migrations. First, the arrival of the first farmers during the early Neolithic from the Near East, and second, the arrival of Yamnaya pastoralists during the late Neolithic from the Steppe. Entspricht dem, was ich gerade gesagt habe, hier nochmal hervorgehoben. Paläogenetisch wird also eine Migration postuliert, die große Menschengruppen aus den Steppengebieten südlich des Kaspischen Meeres, des Kaukasus und des Schwarzen Meeres, also diese ganzen Gebiete hier mit Yamnaya umschrieben, nach Ost- und Mitteleuropa geführt haben soll, und zwar bis in die Schweiz. Die Autoren schreiben, dass alle seither modernen Europäer einen genetischen Mix aus frühen westeuropäischen Wildbeutern, frühneolithischen Bauern und endneolithischen Hirten aufweisen, also auch sie. Dieser Mix sei seit rund 4500 Jahren praktisch unverändert. Zudem, das ist jetzt ein Nebengleis, postulieren die Autoren, dass mit dieser Migration die indoeuropäische Sprachfamilie nach Europa gekommen sei. Nun, archäologisch kann man sagen, schon seit den frühen Forschungen des 19. Jahrhunderts zeichnet sich in Mitteleuropa für diesen Zeitraum, wo diese Migration paläogenetisch postuliert wird, eine markante Zäsur ab. Ein völlig neuer Keramikstil, neue Bestattungssitten und neue Siedlungsweisen zeigen einen starken Bruch an mit allen früheren Traditionen. Nach einer langen Zeit von Kollektivbestattungen werden Tote wieder in Einzelgräbern bestattet, Hockerstellungen kommen neu auf, und zum ersten Mal überhaupt tritt in Gräbern die geschlechtsdifferenzierte Sitte auf, Männer und Frauen anders zu orientieren. Die Beigaben sind charakterisiert durch eine Keramik, besonders Becher mit eingedrückten Rillen aus gedrehten Schnüren, und Gräber und Siedlungen mit dieser neuartig verzierten Keramik werden als schnurkeramische Kultur oder kurz Schnurkeramik bezeichnet. Die Verbreitung erstreckt sich zwischen Rhein und Wolga über ein riesiges Gebiet. Die südwestlichsten Funde stammen aus der Schweiz und aus Seeufersiedlungen an Bieler und Neuenburger See. Im Norden reicht die Verbreitung bis in die Niederlande, nach Südskandinavien und entlang der Ostseeküste bis nach Polen, wie hier auf dieser Verbreitungskarte dargestellt. Aber wir haben auch schnurkeramische Fundstellen in Weißrussland, in Russland selber und der Ukraine. Wenn wir diese paläogenetischen Untersuchungen nicht heranziehen und nicht hätten, dann würden sich das mit archäologischen Methoden nicht nachweisen lassen, dass wir hier eine Migration haben. Die Diskussion um die
Ursprung und Herkunft der Schnurkeramik ist so alt wie ihre Entdeckung, nämlich ungefähr 100 Jahre. Und hier bringt die Paläogenetik plötzlich völlig neue Ideen herein. Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen die sogenannten keltischen Wanderungen, die sich in den letzten 4 Jahrhunderten vor der Zeitenwende abspielt. Es handelt sich auch bei diesen sogenannten keltischen Wanderungen mit großer Wahrscheinlichkeit um Phänomene von Mobilität und Migrationen von keltischen und zum Teil schon germanisch, das ist schwierig zu bezeichnen, Gemeinschaften aus Gebieten nördlich und westlich der Alpen. Erstmals in der prähistorischen Archäologie kommen nun auch ganz wenige Schriftquellen zum Zug. Obwohl die Kelten selber keine Schrift entwickelten, gibt es aber antike Autoren, die über die Migration keltischer Gruppen berichteten. Diese inspirierten dann im 19. Jahrhundert Künstler und deren Produktionen und diese wiederum prägten das Wissen breiter Bevölkerungskreise hier mit solchen Ölgemälden. Der Grieche Polybios von der Megalopolis, der 200 bis 120 vor Christus lebt, schrieb in seiner Universalgeschichte, dass die Kelten die Tyrener aus der Po-Ebene vertrieben hätten und sich dort niederließen. Ihr Motiv sei der Reichtum und die Schönheit des italischen Landes gewesen. Titus Livius, der etwas jünger war, lebte 59 vor bis 17 nach Christus, schuf das umfangreichste römische Geschichtswerk und seine Beschreibung ist durch zwei Wellen der Einwanderung von Kelten über die Alpen gekennzeichnet und reicht bis in die Zeit um 600 vor Christus zurück. Er meint, die Gallier kommen in den Süden, weil sie durch süße Früchte und Wein angelockt werden. Aufgrund von verschiedenen antiken Quellen können wir davon ausgehen, dass die ersten keltischen Gruppen aus Mitteleuropa bereits in der Mitte des 5. Jahrhunderts in Norditalien einwanderten und sich in der Po-Ebene sesshaft niederließen. Aus diesem Raum heraus kommt es zu Beginn des 4. Jahrhunderts vor Christus zu einer rund 150 Jahre dauernden Phase von keltischen Einfällen in die südlich davon liegenden etruskisch-römischen Gebiete mit dem Ziel, diese zu plündern. Ab diesem Zeitpunkt können wir auch in gewisser Weise von Ereignisgeschichte sprechen, da wir aus der römischen Geschichtsschreibung auch absolut datierte Ereignisse haben. Am Anfang dieser Auseinandersetzungen steht die Schlacht an der Allia, einem Nebenfluss des Tibers. Diese Schlacht fand am 18. Juli 387 vor Christus statt, endete mit einer vernichtenden Niederlage der Römer und im Anschluss daran plünderten keltische Gruppen die Stadt Rom. Mit den Niederlagen der Kelten in den Schlachten von Telamon und Clastidium in den Jahren 225 und 222 vor Christus endet diese keltische Expansion im Gebiet der Po-Ebene. In den Jahren 280, 279 kommt es zur Migration von keltischen Gruppen in Richtung Mazedonien und Griechenland und zum Versuch eines Angriffs auf das Orakel von Delphi. Auch hier, ich hoffe, man kann das lesen. Im gleichen Zeitraum überquerten andere keltische Gruppen die Meerengen bei den Dardanellen und am Bosporus. Diese zogen in das westliche Anatolien und ließen sich im Gebiet von Ankara nieder. Diese als Galater bezeichneten, tauchen dann im Neuen Testament wieder auf. Aus den Keltoi werden sprachlich Galatoi. Tomaschitz schreibt, ein Philologe, ein Altphilologe, die Kelten des 4. und 3. Jahrhunderts hätten sich in einer mobilen Raubexistenz eingerichtet und jahrelange Beutezüge unternommen. Dafür spricht auch die Erwähnung, dass die Kelten einen Tross von 2000 Wagen mit sich geführt hatten. Denkbar ist, dass diese Raubzüge mit Familienangehörigen durchgeführt wurden und nicht nur kurzfristig angelegt waren. Ein Anführer dieser Gruppen kann man sich problemlos als Warlords vorstellen, die bei Erfolg immer größere Gruppen von Kämpfern und deren Familien um sich versammeln konnten und so Gruppierungen von vielen tausend Menschen entstanden. In den Jahren 120 bis 101 vor Christus kommt es erstmals zu einer Migration von wahrscheinlich germanischen Gruppen aus Südskandinavien. Die Kimbern, Teutonen und Ambronen führen dann während rund 2 Jahrzehnten intensive Auseinandersetzungen mit römischen Truppen und ziehen durch halb Europa. Dieser Bewegung schließen sich auch die Tigoriner an, eine keltische Gruppe, die man zu diesem Stamm der Helvetier zählt. Zwischen 113 und 107 vor Christus kommt es zuerst im Ostalpenraum, dann aber vor allem in Südfrankreich zu
drei siegreichen Schlachten der germanisch-keltischen Gruppen über römische Verbände. Erst 102 vor Christus kommt dann die Wende und es kommt zur vernichtenden Niederlage der Teutonen bei Aix-en-Provence, das ist das ehemalige Aquae Sexte. Ein Jahr später besiegen die römischen Truppen die Kimbern bei Vercella in der Po-Ebene in der Schlacht auf den raudischen Feldern. Die römischen Quellen berichten, dass an der Schlacht 160.000 Kimbern beteiligt waren. Auch der Zug der Teutonen soll eine ähnliche Größenordnung gehabt haben. Und die römischen Quellen berichten, nach Vercella seien 80.000 überlebende Kimbern versklavt worden. Da die helvetischen Gruppen rechtzeitig aus diesem Abenteuer ausgestiegen waren und nach Hause zogen, entgingen sie dem Gemetzeln an den Kimbern und Teutonen. Die Kelten blieben aber im kollektiven Gedächtnis Roms als starker und bedrohlicher Gegner erhalten. Gut 50 Jahre später erklärt Julius Caesar eine beabsichtigte Migration von helvetischen Gruppen zum Auslöser des 6 Jahre dauernden Gallischen Krieges. Nach seinem Bericht gerieten die Helvetier, und die sind jetzt schweizerisches Mittelland und Oberrheinebene, durch den Germanen Ariovist, einen Fürsten der Sueben, unter Druck und wollten daraufhin in das südwestliche Gallien auswandern, also das heutige Südwestfrankreich. Sie wandten sich im Frühjahr 58 vor Christus an den römischen Statthalter Julius Caesar, da sie die römische Provinz Gallia Narbonensis durchqueren wollten. Wiederum nach Caesar hätten die Helvetier ihr Siedlungsgebiet komplett verlassen und zur Demonstration ihrer Entschlossenheit ihre Siedlungen verbrannt und ihre Felder zerstört. Caesar untersagte ihnen den Durchmarsch, worauf die Helvetier die römische Provinz im Norden umgehen wollten. Die restliche Geschichte ist klar. Caesars Truppen verfolgten die Helvetier und besiegten sie in der Schlacht bei Bibracte im heutigen Burgund in der Nähe der Stadt Autun. Die Zahl der migrierenden Helvetier gibt Caesar mit 350.000 an. Nach der Kapitulation befahl er ihnen, in ihr altes Siedlungsgebiet zurückzukehren und ihre zerstörten Siedlungen wieder aufzubauen. Soweit die Berichterstattung von Caesar, die sicher propagandistisch gefärbt sein dürfte, die aber trotzdem als frühe ethnografische Schrift gelten kann. Die Zahlen sind mit Sicherheit kritisch zu betrachten. Die geschilderten Migrationen von keltischen und germanischen Gruppen sind chronologisch im Zeitraum des 4. bis 1. Jahrhunderts vor Christus zu verorten. Sie erfassten große geografische Räume und große Gruppen an Menschen. Aufgrund der antiken Quellen ist davon auszugehen, dass manche dieser Migrationen mehrere hunderttausend Menschen umfassten. Aber mit archäologischen Methoden lassen sich dafür keinerlei sicheren Beweise erbringen. Caesar schreibt zum Beispiel, dass im schweizerischen Mittelland 12 oppida, also protourbane, stadtartige Siedlungen bestanden. Ihre Lage ist heute bekannt, es sind sogar noch etwas mehr wie 12, aber man würde erwarten, dass eine gewaltsame Zerstörung, das absichtliche Inbrandsetzen im archäologischen Spurenbild sich überdeutlich abzeichnen würde. Dies ist aber nicht der Fall. Ohne hier in Details gehen zu wollen, muss man zusammenfassend sagen, dass die keltischen Migrationen ohne die Kenntnis der antiken Autoren archäologisch wohl kaum zu belegen wären. Es gibt, um jetzt zum Schluss zu kommen, viele Beispiele von prähistorischen Netzwerken, die grundsätzlich die Mobilität von frühen agrarischen Gesellschaften belegen. Mit dem Einsetzen von Ackerbau und Viehhaltung kann auch ein kontinuierliches Anwachsen der Bevölkerungszahlen erwartet werden. Also Austauschsysteme und Mobilität dürften in der Folge eine immer größere Rolle gespielt haben. Wie wir gesehen haben, können wir zwei große umwälzende Migrationserscheinungen in den letzten 10.000 Jahren wahrscheinlich machen, aber auch die Paläogenetik beruht noch auf sehr wenigen Daten. Das muss man dazu im Hinterkopf behalten. Interessanterweise werden eben Migrationen aus dem Nahen Osten, aus Steppengebieten Südosteuropas hier angeführt, die aber im archäologischen oder im Zusammenschau mit dem archäologischen Befund durchaus Sinn machen. Im ersten Jahrtausend dürften insbesondere Migrationen aus Gebieten westlich und nördlich der Alpen in Richtung Süden stattgefunden haben. Die Ursache dieser Migration ist im Detail noch nicht geklärt. In vielen Klimaarchiven zum Beispiel erfassen wir im Bereich von mutmaßlichen Migrationen holozäne Kälterückschläge.
aber nicht immer mit genügender zeitlicher Präzision. Zum Beispiel kann die Neolithisierung Mitteleuropas durchaus mit einem Kälterückschlag um etwa 8200 vor heute in Verbindung gebracht werden. Andererseits brechen die keltischen Gruppen in einer Phase mit Klimaoptimum gegen Süden auf. Die Ursache für die Wanderungen der südskandinavischen Kimbern und Teutonen wird in vielen Schriften lapidar mit Sturmfluten und Überbevölkerung mehr schlecht als recht erklärt. Das geht nämlich zurück auf die römischen Autoren. Wissenschaftlich ist das überhaupt nicht untersucht. Unklar ist, ob sich immer jeweils ein Zusammenhang zwischen Klima und menschlichem Verhalten zwingend rekonstruieren lassen muss. Zu diesem Thema wird übrigens im Juni dieses Jahres das Buch meines Kollegen Heinz Wanner erscheinen, Klima und Mensch, eine 12.000-jährige Geschichte. Im Moment können wir Migration wahrscheinlich machen, ihren zeitlichen Verlauf allenfalls bestimmen, sowie bestimmte Auswirkungen verfolgen. Von einer Erklärung der Ursachen hingegen sind wir noch weit entfernt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.